Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded. Ja, wir sind noch dabei, das Gras zu sammeln. In Vorbereitung auf unsere ersten Tierchen, beziehungsweise Kühe. Damit wollte ich anfangen wieder. So typisch halt. So wie ich das immer mache. Und dann machen wir gleich das andere Feld noch. Ein bisschen Gras haben wir noch, das hole ich auch noch weg. Ich meine, das Graslager wäre unten gewesen. Hier drin. Warte mal, da muss ich mal eben gucken. So, bin neugierig. So, was weiß es? Einlagerungsprozess, Gras, Trocknungsprozess. Okay. Das von alleine an. Ja. Gutes. Dann holen wir das, den Rest, nicht das Rest, den Rest auch noch eben vom Feld. Also vom Rasenfeld. War nicht mehr viel, aber besser als nichts. Besser als gar kein Gras. Ah, Map Autos jetzt, siehst du? Habe ich sonst noch wo was? Sehen tue ich nix. Ne, ich glaube, das war's. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Egal. So, dann kippen wir das hier auch noch. Dann kann der Hänger erstmal wieder hier rein. Ja, ich weiß, ich könnte befüllen mit was? Mit Gras. Naja, viel war es nicht. Lass mal erstmal stehen. Der Kleine ist zu klein zum Blühen. Der ist fertig, den brauche ich jetzt für das Rasenfeld. Oh, Motor starten sollte ich allerdings auch.
So, das machen wir eben manuell. Da brauche ich keinen Kurs für. Ich hoffe, wir haben beim nächsten Mal dann ordentlich Ertrag hier drauf. Strigium müsste man eigentlich auch noch, aber ich weiß gar nicht, ob ich ein Strigium mit drauf gepackt habe. Also einen kleinen schmalen Streifen da hinten, das möge uns die Wiese verzeihen. Dann nehme ich jetzt den Steier und pflüge erstmal. So, wo habe ich ihn denn? Da war er doch. Dann holen wir uns mal den Flug. Ach, Gewicht habe ich gar nicht vor. Okay. Oder dann vorhängen. Das Gewicht für den überhaupt hingestellt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bock mir mal das aus. Von meinen Gewichten. Welches ist denn das? Weil ziemlich groß ist eigentlich. Ich glaube 2 Tonnen oder was hat das? So, ab geht's. Ah. So. Weit im Text. Auf geht's. Eine Runde Flügen ist angesagt. Ja, dann haben wir das erste runter. Die anderen Felder sind noch nicht reif, aber ich denke mal, wir können gleich vorspulen. Weil dann könnten wir den Drescher zum Einsatz bringen? Dann könnte der den Körnermais runterholen.
Und in der Stadt Gülle sammeln könnten wir auch bei uns in eine Güllegrube packen. Dann brauchen wir nicht immer Dünger kaufen. Das wäre natürlich auch ein Vorteil. Aber das müssen wir mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge vielleicht machen, die Gülle einsammeln. Und dann einlagern bei uns, weil bis jetzt haben wir ja zu wenig. Dadurch, dass wir die Tiere ja noch nicht haben, können wir gleich mal gucken. Oder wir holen uns die Hühner als erstes. Das ginge auch. Boah, ja, das ist, wenn man nicht aufpasst beim Fahren. Vielleicht sollte ich doch das GPS benutzen. Aber beim Vorgewende nutzt das eh nicht viel, also von daher. Ja, was machen wir denn als nächstes? Mal überlegen. Den Raps runterholen, den Körnermais runterholen. Die Felder dann fertig. Mal nochmal Gras ernten. Feld 11. Wenn das bis dahin fertig ist. Feld 2 zu fliegen ist gar nicht so einfach. Nicht gerade klein. Also einfach schon, aber oh, ein bisschen. Aber das tue ich euch, glaube ich, nicht alles an. Ich glaube, ich lasse das gleich zwischen den Folgen eben fertig machen. Damit wir ja in der nächsten Folge mit der Ernte loslegen können. Ich glaube, das mache ich auch, dass ihr euch das nicht so angucken müsst, wie ich die ganze Zeit am Fliegen bin. Dann wird ja langweilig auf Dauer. Genau, das mache ich auch. Ich lasse das gleich zwischen den Folgen eben fertig machen, hole mir in der Zwischenzeit einen Kaffee und dann geht's weiter. Ja, das ist eine Idee. Das mache ich gleich zwischen den Folgen, genau. Ja. Gleich sind wir rum, gleich haben wir es geschafft. Nee. Verdammt. Aber ein Vorgewinne brauche ich eigentlich noch. Aber warte mal, ich will mal gucken, was Cosplay sagt. Warte. Dann wollen wir den Feldarbeit.
Dingen sehen, Überführung, Feldarbeit. Den hat er nur 3 Meter und nicht 3,6. Ja, Timer. Ich höre dich ja. Warte, das gucken wir nach. Bevor wir jetzt für heute Schluss machen. Der hat 3,3 und nicht 3,6. Würde ich sagen. Dann hat er den aber nicht richtig erkannt. Das ist nicht schlimm. Gehen wir manuell runter. Feld 2. Aktuelle Vorgewende machen wir 2. Und 3 ist das. Geräteversatz seitlich. Das erkennt man schlecht von hier. Meter? Meter passt, ne? Hm's? Ein Versatz? Bin ich. Hier auch gerade nicht, wo es vielleicht angezeigt wird. Ist angezeigt? Nein, habe ich nicht Versatz. Lade, Entlade, Lade, Entlade, Versatz, Grüßkopf, keiner. Bahnversatz. Und wird mir das nicht angezeigt, dass ich das besser einstellen könnte? Geräteversatz seitlich. Irgendwie ist das gerade hinderlich. Ja, 1,40 Meter können hinkommen. Lass mal berechnen. Mal gucken, was er mir sagt. Okay, er dreht. Können wir speichern? FD2. Was schon, kriegen wir schon hin. Ich lasse das jetzt zwischen den Folgen laufen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Tschüss.